Herzlich willkommen zurück bei Wizard. Nein, verflucht noch! Bei Tembo the Badass Elephant. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen erregt. Denn wir kämpfen jetzt gegen die Energiekugel. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt vorbei ist danach. Weil Energiekugel ist, klingt nicht nach nach gutem Endgegner. Klingt nach Zwischengegner. Irgendwas mit Strom. Ich hasse Stromsachen. Oh nein. Ach du Schande. Okay, mit Wasser. Nein, wegkicken kann es auch nicht. Ah, verstehe. Verstehe. Ja, ja, ich krieg's wieder nicht auf die Reihe hier. Aber wenn man hier kaputt geht, dann ist das nicht so schlimm. Da muss man nicht den ganzen Level nochmal wiederholen. Okay, ich muss die Energiekugel wahrscheinlich da oben gegen dieses Stromteil, genau, schießen, damit das einen elektrischen Schlag bekommt und kaputt geht. Ich sollte nur nicht zu lange damit warten. Ja. Trotzdem werde ich jedes Mal getroffen. Wie soll man das denn schaffen? Weil ich ja jetzt schon wieder... Wow! Oh Mann! Jetzt schon wieder fast kaputt bin. Energiekugel. Bong. Null. Egal. Interessiert uns jetzt hier nicht in dem Fall. Denn wenn ich Game Over bin, kriege ich 5 neue extra Leben und dann ist gut. Das ist schon der ganze Spaß. Also der ganze Ärger, den man vielleicht hat. Oh, da werde ich doch direkt wieder getroffen. Was? Das hast du eben nicht gemacht. Huch! Bist du bekloppt? Immer noch nicht Game Over für den. Ah. Das wäre aber auch zu leicht gehen. War doch klar, oder? Komm, Alter. Immer noch nicht. Ja, das schaffe ich doch im Leben nicht. Das schaffe ich doch nicht. Jetzt aber. Immer noch nicht. Hallo, ich hab voll wenig Leben nur. Aber ich hab's jetzt langsam raus. Nein! Vielleicht wäre das der entscheidende Schlag gewesen. Ja, 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 komm. Die Schlacht ist hart, aber gib nicht auf. Einmal mehr ins Gefecht. Schaffen wir, oder? Schaffen wir. Ein bisschen Übung. Ne? Ist ja wie... Kennt man ja. Man kennt ja so Endgegner, die eine bestimmte Taktik haben und dann... Also nicht zu viel rumspringen hier. Am besten immer auf dem Boden bleiben. Und dann... Dann passt das schon. Irgendwie. So, und jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht direkt am Anfang schon wieder so getroffen werde.
Warum bin ich jetzt schon wieder... Ey, Mann. Sie macht doch wenigstens diese Energiekugeln kaputt. Ey! Ich kann nicht sprechen, Leute, ihr merkt es, aber bei so einem Kampf muss man sich konzentrieren. Bam. Also bisher läuft es nicht so schlecht. Boah. Boah, was hier alles rumfliegt, ne? Boah, Mano. Gar nicht so viel Zeit lassen, dass er seine ganzen Geschosse los wird, sondern direkt vernichten. Kriegen wir hin. Kriegen wir bestimmt hin. Na klar. Wie gesagt, den ersten Gegner fand ich total unlogisch und schwachsinnig. Und den fand ich richtig doof. Es war wirklich Glück, dass ich den besiegt hatte damals. Ja, komm schon. So. So, da ist es wieder. Dreimal. Ich weiß gar nicht, wie oft man den überhaupt treffen soll. Muss. So, jetzt warten wir wieder hier. Ey, nein. Ah! Vorsicht. Jetzt kommt wieder diese... Scheiße. Nicht drauf gepasst. Jetzt habe ich doch schon wieder zu viel Lebensenergie verloren. Und diese blauen Dinger da, die sind auch echt... echt fies. Muss man mal so dazu sagen. Wo bin ich denn? Nein! So, und jetzt... Oh, Mann! Kriege ich eine ganz hohe Stimme, ey. Wenn ich mich so aufrege. Scheiße, ich muss noch langsam ins Bett. Shit. Egal, den mache ich noch. Ich will wissen, wie es danach weitergeht. Ja, ja, wir wissen es. Was? Nee, Sachen... Ich kann jetzt Framerate-Einbrüche nicht gebrauchen. Das ist immer so, ne? Wenn ich eine Zeit lang gespielt habe, dann meint mein PC zu sagen, nö, ich habe hier aber auch nicht mehr so viel Lust hier, dass hier Fraps laufen tut. Und dann macht er, ey, ich kann das hier aber überhaupt nicht gebrauchen. Also im Kampf. Shit. Scheiße, das verliere ich doch. Ja, so kann ich das überhaupt nicht richtig steuern hier. Guck mal. Ich habe den rausgekickt. Was ist das denn? Das ist ja mal krass buggy, oder? Okay. Hallo? Ich hab den... hab den Gegner aus dem Level gekickt. Was ist das denn? Tja. Kein Elektroball.
No more Electro Ball. Ba-ba-ba-bam. Tja. I can't do anything. Ja, dann müssen wir jetzt mal auf Neustart gehen. Das ist ja doof, oder? Ja. So, auf geht's wieder. Aber jetzt läuft's, glaube ich, wieder vernünftig, oder? Nicht so wirklich. Ey, scheiße! Das zieht sich auf jeden Fall total hier. Muss ich schon mal so sagen. Ey, man kann das überhaupt gar nicht hier beurteilen, wo diese Laserstrahlen herkommen. Wow! Da schon wieder getroffen, ne? Ich glaub mir, platzt die Pelle, du. Ey, Manno! So, jetzt kommt wieder was. Aha. Fuck die Fucky! Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich werde diesen Typ noch besiegen, das sage ich euch. In dieser Folge, auf jeden Fall. Diese verdammten Kugeln auch, ne? So, ich muss mich echt konzentrieren. Wirklich aufpassen hier, dass ich nicht an diese ich von diesen billig jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Es kann noch nicht da sein. Wenn man nervös beziehungsweise wenn man hektisch wird, dann fängt man an blöde Fehler zu machen. Nein, da jagt mir ein Laser einen fetten Elefantenarsch. Jo, komm, komm jetzt. Jetzt mache ich aber gerade hier nur Blödsinn. Juhu! Komm, Kaius. Nee, jetzt können wir es vergessen. Komm hier, mach mich kaputt. Ich habe nicht aufgepasst. Jetzt bin ich irgendwie rausgekommen. We will do it. Ich lasse mich noch nicht unterkriegen. So, Escape, damit diese Kurzzwischensequenz übersprungen wird. Oh, genau dran vorbei, ne? So. Und springen. Ich meine, ich mag ja Gegner. Endgegner, die so eine Taktik haben. Aber ich habe bei dem hier irgendwie das Gefühl, ja, das wird gar nicht weniger. Also es hört nicht auf, dieser Kampf. Er hört nicht auf, dieser Kampf. Es hört nicht auf, mein Gott, ey. Kaius, lern doch mal sprechen. Zack. Zack, zack, zack. Yep, Baby. Shit, einmal getroffen. Okay, okay. Da stehen wir noch drüber. Oh, das war knapp. Nein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kommen diese grünen Kugeln, glaube ich. Ich habe noch genug. Du sollst nicht, nein, Hilfe, Hilfe! Vielleicht war es das. Nein, es war es noch immer nicht. Wie lange dauert denn der Kampf? Na, endlich. Wahnsinn. Das hat jetzt echt die ganze Folge gedauert. Huhu. Major, ich bin Major Tembo.
Formidable! Ha, das war's nämlich nicht. Was? Da ist ja der Oberbösewicht. Hm, ich hab fiese Zähne. Hä? Da! Ein leuchtendes Ding. Wir packen's mal an. Oh, ich verwandle mich in einen Bösewicht, weil ich das Pratatatatapau! Ich hab die alle kaputt gemacht. Das waren meine Freunde. Und der bin ich jetzt und ich habe Hörner am Kopf. Fang mich doch. Zrack. Patwusch. Oh, was hat er jetzt gemacht? Die Bösenwichtfestung. Da ist die Endgegnerwelt. Unser Kamerad Denmore ist also der Phantomkommandant. Der arme Denmore. Verschlungen von der Energie des üblen Phantomsteins. Aber er muss aufgehalten werden. Wir haben Geheimdienstberichte über seine Phantomfestung. Er bereitet dort wohl eine massive Invasionsstreitmacht vor. Beeil dich und halte ihn auf. Wir zählen auf dich. Besieg Phantom. Viel Erfolg! Okay. Phantom Auftritt. Okay. Hier haben wir es dann mit The Endgegner zu tun. Das sehen wir dann aber in der nächsten Aufnahmesession, in den nächsten Folgen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.